Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 unserer Stoffwindel-Newborn-Fragerunde. Auf Instagram hattet ihr mir Fragen gestellt und es sind so viele geworden, dass es den Rahmen des Videos gesprengt hätte. Deswegen hier Teil 2. Los geht's. Boostest du die Mullwindeln zusätzlich? Wenn ja, womit? Kommt drauf an, die kleineren Mullwindeln booste ich zusätzlich. Da lege ich einfach eine Hanfeinlage mit da rein. Und die großen, die brauche ich nicht boosten. Wir wickeln aber auch relativ häufig und dadurch, dass wir abhalten, ist das jetzt auch nicht so, dass die klitscheklatsche nass sind. Ich probiere natürlich auch viel aus und wenn wir die nachts nutzen zum Beispiel, dann lege ich da auch immer noch was rein. Vorrangig Hanf, weil Hanf einfach wahnsinnig gut speichert. Abhalten in Standardsituationen oder mehr Signallaut, Mullwindeln, Falltechnik. Wie gesagt, gibt es zu beidem ein separates Video. Wir machen einen Signallaut, den habe ich am Anfang gemacht, den brauchen wir mittlerweile aber überhaupt nicht mehr. Und ich halte vorrangig in Standardsituationen ab. Wie war deine Erfahrung mit Stoffwindelstart und Abhalten mit Neugeborenen? Also wir haben ja sowohl beim Mini als auch beim Böhnchen sehr schnell nach der Geburt mit Stoff angefangen zu wickeln. Und ich kann nur sagen, ich würde es immer wieder so machen. Ich würde keine Wegwerfwindeln nutzen wollen am Anfang. Auch beim Böhnchen am Anfang mit den Wegwerfwindeln, das war einfach doof. Und bei Mini hat es ja sogar an der Haut festgeklebt. Also ich bin kein Fan davon. Ich finde auch das Überbrücken der Newborn-Größe mit Wegwerfwindeln wenig sinnvoll, weil ich finde, es gibt sinnvollere Alternativen dafür. Allerdings sollte man sich auch keinen Stress machen. Wenn es einen stresst im Wochenbett, dann sollte man es eher vermeiden und dann von mir aus mit Wegwerfwindeln wickeln. Das ist auch wieder ein ganz individuelles Ding. Ich für mich fand es sehr gut von Anfang an damit zu wickeln, weil es einfach Spaß gemacht hat und weil es für mich auch eine emotionale Komponente hatte, weil ich beide Kinder per Kaiserschnitt geboren habe und das ja auch so ein bisschen immer im Hinterkopf nagen kann, du hast es nicht richtig gemacht. Und Stoffwindeln da schon auch eine emotionale Komponente haben können, dass man seinem Kind eben was Gutes tun möchte. Ohne das jetzt zu sehr, hochstilisieren zu wollen. Stell mal deine Favorite Falltechnik vor, das werde ich definitiv in dem Video machen. Welche Mullwindeln sind für Neugeborene geeignet? Die normalen gucken überall raus. Ja, tatsächlich habe ich das auch feststellen müssen, dass wir viel zu große Mullwindeln vorrangig gekauft haben. Also 80x80 ist viel zu groß für Neugeborene, könnt ihr ja vergessen. Die laufen auch nicht so doll ein, dass die ausreichen könnten oder würden. Man kann die kleiner falten, das haben wir gemacht. Ist nicht weniger Stoff dadurch, also ist genauso viel Stoff, ne? Aber zumindest kann man es ein bisschen kleiner falten und so passt es besser ums Kind. Ich würde euch empfehlen, Newborn-Mullwindeln, also 65x65 ist fast ein bisschen klein, aber 70x70 ist eine gute Größe für Newborn, die passt dann auch. Gibt es was beim Wickeln zu beachten, wenn das Wetter so heiß ist? Ja, also ihr könnt mit Wolle wickeln, die wirkt ja wie gesagt auch so ein bisschen klimaregulierend. Ihr könnt nur mit Mullwindeln wickeln, wenn ihr ganz kleine Neugeborene habt oder auch wenn es euch nichts ausmacht, sehr häufig zu wickeln, könnt ihr die Überhose weglassen und könnt eure Kinder nur in den Mullwindeln am besten dann eben auf eine Unterlage legen. Dann habt ihr auch ein Gespür dafür, wann sollte ich wieder wickeln oder könnt auch besser beobachten, wann macht denn mein Kind Pipi, wenn ihr jetzt abhaltet. Hat viele Vorteile. Kann man auch machen und ansonsten, POL ist ja auch atmungsaktiv, also es ist jetzt nicht so, dass ihr da euer Kind in Plastik packt, wenn ihr keine Wegwerfwindel nehmt. Hast du Tipps fürs Wickeln von Jungs? Ja, tatsächlich, ihr solltet darauf achten, dass die Pipi-Schusslinie nicht zur Seite, ja genau, das sagst du auch, ne? Nicht zur Seite gerichtet ist, denn dann laufen euch die Windeln aus, hatten wir jetzt schon mehrfach. Kann ich euch empfehlen. Ansonsten, wenn ihr mit Mullwindeln wickelt, Jungsfalltechnik, finde ich auch sehr, sehr gut. Wickeln in der Kita und welche AIO sind deiner Meinung nach die besten? Wickeln in der Kita finde ich sehr, sehr spannend. Also bei uns war es kein Thema, liegt aber auch daran, dass sich vielleicht keiner getraut hat zu sagen, nee, machen wir nicht. Allerdings muss ich sagen, dass alle Erzieher nachher auch sich nicht gescheut haben, damit zu wickeln, sondern sich daran getraut haben. Es gibt keinen
wirklich einen Grund, seitens Hygienerichtlinien oder Ähnlichem nicht mit Stoffwindeln zu wickeln. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Es ist wirklich eine Sache von, wollen die Erzieher das oder wollen sie es nicht. Ich weigere mich auch zu sagen, dass es länger dauert als eine Wegwerfwindel, denn es gibt auch niemanden, der Erzieher daran schult, wie man mit Wegwerfwindeln wickelt, außer dass sie es tagtäglich machen müssen. Und der eine ist schneller, der andere ist langsamer. Wenn man mit modernen Stoffwindeln wickelt und das gezeigt kriegt und lernt, dann geht das nachher fast genauso schnell. Und ich finde, da gibt es keinen Grund zu sagen, wir haben jetzt da aber 3 Sekunden länger oder 10 Sekunden länger gebraucht für dieses Kind. Denn die meisten Kitas werden in ihren Richtlinien und in ihrer Konzeption auch nicht drin stehen haben, wir sind Weltmeister im Schnellwickeln eines Kindes, sondern auch, dass eben Wickelzeit Qualitätszeit sein sollte und eben auch ein rücksichtsvoller Umgang beim Wickeln mit dem Kind herrschen sollte. Und das tut es bei Stoffwindeln, das tut es bei Wegwerfwindeln und deswegen geht es da nicht um Schnelligkeit. Also auch dieses Argument, finde ich, zählt nicht. Wichtig finde ich von eurer Seite, dass ihr ins Gespräch mit den Erziehern geht. Ich würde das auch zum Beispiel nicht sofort von vornherein machen. Ich habe das auch gemacht. Die meisten Kitas waren dafür offen. Also ich habe schon bei der Führung gesagt, gibt es ein Problem damit, mit Stoffwindeln zu wickeln? Muss man aber gar nicht, weil es gibt auch keine Eltern, die hingehen und sagen, gibt es ein Problem damit, dass wir mit DM-Eigenmarke wickeln? Oder gibt es ein Problem damit, dass wir mit einer Öko-Windelmarke wickeln? Also auch da. Ihr solltet darauf achten, dass die Windeln gut saugen, dass sie hygienisch einwandfrei sind, also möglichst ohne Flecken und ohne Geruch. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Und ansonsten, das, womit ihr gut zurechtkommt. Pockets können genauso gut sein, wenn ihr mit Einlagen und Überhosen zu Hause wickelt. Dann würde ich zum Beispiel Pockets anschaffen, dann könnt ihr eure Einlagen weiter nutzen. Sind für Erzieher genauso einfach anzulegen. Und bei uns, muss man sagen, haben die am Ende auch alle mit Einlage und Überhose gewickelt und fanden das sogar noch besser. Also so unterschiedlich kann es sein. Wie macht ihr es nachts bei uns? Laufen die Nachtwindeln aus? Habe ich ein Video zu gemacht. Wollüberhosen können da super helfen. Ansonsten gucken, dass man die Höschenwindeln boostet. Bei uns haben die am Ende auch nicht mehr ausgereicht. Je älter Mini wurde, desto weniger waren die ausreichend nachts und ich habe dann einfach geboostet. Hanf ist ein super Material dafür. Wie geht man es an, wenn man sich mit Stoffwindeln eindecken will? Also zuerst mal solltest du für dich klären, was ist mir wichtig beim Wickeln? Welche Faktoren möchte ich berücksichtigen? Also geht es mir darum, so wenig Waschaufwand wie möglich zu haben? Möchte ich gerne schöne bunte Muster sammeln? Soll es so einfach wie möglich beim Anlegen sein? Wer soll damit wickeln im besten Falle? Und ich würde in dieser Hinsicht, das ist sehr, sehr individuell, würde ich dir wirklich empfehlen, eine Stoffwindelberatung zu machen und ein Mietpaket vielleicht in Anspruch zu nehmen, um zu gucken, welches System passt für uns, weil das Ganze theoretisch einmal sich anzuhören oder anzusehen ist das eine, das nachher praktisch zu nutzen im Alltag ist das andere. Wenn man sich eindecken will, dann würde ich immer empfehlen, im Vorfeld sich nicht nur auf ein System und eine Marke einzuspielen, denn nicht jede Passform ist für jedes Kind geeignet und da sollte man dann wirklich, wenn das Kind da ist, verschiedene Sachen ausprobieren. Das kann man dann wirklich mit einem Newborn-Mietpaket sehr, sehr gut machen. Wenn man das Geld investieren will, dann kann man auch verschiedene Stoffwindeln für Neugeborene anschaffen und da dann gucken, welches System oder welche Marke gefällt uns gut und welche sitzen auch gut am Kind und dann weitergehen. Ich persönlich, und das ist jetzt wirklich nur ein ganz persönliches Ding, ich kann an einer Hand abzählen, welche Windeln wir nicht mehr genutzt haben und das lag auch nur daran, dass sie nachher kaputt waren und nicht, dass sie nicht gut gesessen haben. Es gibt Windeln, die sitzen besser und Windeln, die sitzen nicht so gut, aber das Verkaufsargument auch bei vielen gebraucht verkauften Windeln ist ja, diese Marke saß bei uns so gar nicht oder diese Marke hat uns nicht gefallen oder dieses System nutzen wir nicht mehr. Manche haben dann fast alle Systeme im Verkauf, da frage ich mich, welches System nutzt ihr denn überhaupt noch? Also das ist mit Vorsicht zu genießen, ist auch ein ganz anderes Thema jetzt, da schweife ich ab. Aber ich will damit sagen, bei uns, wir nutzen alles querbeet, also wirklich alles. Und es gibt Favoriten und es gibt Sachen, mit denen komme ich weniger gut zurecht. Das heißt aber nicht, dass sie am Böhnchen nicht gut saßen oder weniger gut saßen. Es gab nichts, was gar nicht gesessen hat. So. Für welche Vitamin-K-Gabe habt ihr euch entschieden? Reguläres Modell, ganz normal.
die haben die volle Dosis gekriegt. Ich habe nicht mit irgendwelchen Tröpfchen jeden Tag angefangen. Und es gar nicht zu geben, kam für uns nicht in Frage. Ich weiß, da gibt es riesige Diskussionen zu dem Thema. Für mich war es das Risiko nicht wert, zumal beide Kinder per Kaiserschnitt gekommen sind. Und es gibt gute Gründe, warum gewisse Dinge in der Medizin empfohlen werden und gemacht werden. Und dann machen wir das auch. Das heißt aber nicht, dass ich mich darüber nicht informiere. Also ich glaube, das sollte jedem klar sein. Hast du nachts zuerst mit Mullwindeln gewickelt oder direkt Höschenwindeln benutzt? Beides. Ich wollte ja austesten, was die Mullwindeln so schaffen und auch was die Höschenwindeln so schaffen. Also wir haben mit allem gewickelt und ich finde am praktischsten für nachts Höschenwindeln. Die sind aber auch eben kostenintensiv, zumindest wenn man auch in welche investiert, die nachher langfristig halten. Und man kann auch mit Mullwindeln gut über die Nacht kommen. Es gibt auch Kinder, die pinkeln nachts fast gar nicht. Wir hatten jetzt auch Nächte, da war die Höschenwindel, wenn ich nachts dann einmal wickeln wollte, noch trocken, morgens um 4. Also, welche Überhosen empfiehlst du für Neugeborene? Ich mag über die Nachtwindeln die POL von Petit Loulou sehr gerne. Die haben ja so einen Fließrand, die schneiden nicht ein, die machen keine Abdrücke. Die finde ich sehr, sehr schön für Neugeborene. Ich finde Wollüberhosen sehr schön für Neugeborene, weil die eben auch so angenehm sind. Wollschlupf finde ich schön für nachts, weil da alles verpackt ist und man auch im Dunkeln wickeln kann. Und ansonsten POL, ich mag die Blueberry Capri sehr gerne, weil die sehr hochwertig sind. Ich mag aber auch die Milovia sehr gerne, weil sie schön weich sitzen. Ich finde, dass die Smart Bottoms 2.0, also die neue Überhose von Smart Bottoms, der recht ähnlich kommt, weil die auch sehr weiche, einfache Beinbündchen jetzt hat und auch nochmal von der Passform breiter geworden ist als die 1.0. Pop-In finde ich auch sehr, sehr gut. Die Beinbündchen sind top. Also, es gibt keine Überhose, wo ich jetzt sagen würde, die fand ich richtig doof. Und jetzt auch keine, wo ich sagen würde, das ist mein absoluter Favorit. Wir lieben alle unsere Stoffwindeln genauso. Tipps zum Abhalten unterwegs. Kann ich euch keine geben, denn wir halten unterwegs nicht ab, außer wir sind bei Familie. Denn, mir ist es zu lästig, da noch ein Töpfchen mitzuschleppen und dafür gibt es nun mal auch Windeln. Ich bin nicht so top da drin, die Signale zu erkennen, wobei er sich mittlerweile auch sehr deutlich zu erkennen gibt. Und ich spreche dann mit ihm und sage ihm, du hast eine Windel an, du darfst jetzt eine Windel machen, ich mache die dann frisch für dich. Das machen wir so. Richtiges Anlegen und Knautschen. Knautscht bitte nicht. Richtiges Anlegen, ich kann gerne auch das nochmal zeigen. Also ihr solltet bei den Windeln immer darauf achten, dass sie gut in der Leiste liegen, die Beinbündchen. Aber bitte knautscht nicht. Da entstehen dann nur solche zusammengefalteten Wulste, die nicht mehr richtig saugen. Dann läuft es vorbei oder... gerade bei Mikrofaser würde ich das auf gar keinen Fall machen, denn die saugt dann nämlich nicht mehr. Wenn ihr dicke, rote Striemen an eurem Baby habt, dann war es zu eng. Wenn es rausläuft, war es zu weit. Und ansonsten solltet ihr immer darauf achten, dass die Beinbündchen auch wirklich in der Beinfalte liegen. Welche Windeln für schmale Babys? Für schmale Kinder kann ich euch tatsächlich die Pop-In beispielsweise empfehlen. Auch was wir neu entdeckt haben jetzt tatsächlich ist ein All-in-3-System. Die Kula di Tevi finde ich sehr, sehr gut. Bei Mini-Saßen die Smart Bottoms, vor allem die Dream Diaper, die ist nochmal minimal mühchen schmaler, sehr, sehr gut. Und ansonsten die Smart Bottoms 1.0 Überhose ist für schmale Kinder sehr, sehr gut geeignet. Rumperoos finde ich auch ganz gut. Die sind breit, aber eher klein. Also die werden schnell zu klein. Ich fand die Thirsties auch sehr, sehr gut. Also bei Mini waren die mit am besten. Das für schmale Kinder. Sind die Mullwindeln zum Stehgefaltet nicht viel zu dick am Rücken? Nee, man kann die auffächern hinten. Das ist sogar sinnig, wenn man die hinten auffächert, weil dann eben auch Nummer 2 Geschäft nicht hinten auf die Überhose gelangt und es kommt dann natürlich darauf an, wie groß die Mullwindeln sind, die man faltet. Woran erkennt man bei Windelfrei, dass das Baby Nummer 1 Geschäft macht?
weiß es nicht. Also beim Böhnchen könnte ich es mittlerweile manchmal sogar ansagen, aber es dauert ein bisschen. Man muss das Kind schon sehr gut beobachten. Welche Einlagen nutzt du für die Nacht? Ich hatte ja schon gesagt, dass wir vorrangig Höschenwindeln nutzen. Ansonsten Hanfeinlagen. Könnt ihr eigentlich alles nehmen an Hanf. Hanf speichert einfach unglaublich gut. Das solltet ihr dann ganz unten reinlegen in die Überhose. Und ansonsten kann ich euch die Geffen Baby Preforce empfehlen. Die hatte ich ja bei Mini auch schon. Die fand ich super. Und die haben auch beim Böhnchen jetzt wieder super gesaugt. Kann man mit Windelfrei auch noch mit 10 Wochen beginnen? Ja, warum nicht? Also ich würde jederzeit damit anfangen. Falltechnik für größere Kinder. Dreieck mit Steg wird zu klein. Ich würde einen einfachen Steg empfehlen. Es gibt auch noch den Drachen. Der könnte eventuell noch passen. Und mein persönlicher Favorit, der Pigment Fold, den zeige ich euch aber. Die Faltwindeln zeige ich euch alle in einem anderen Video. Da klickt am besten mal hier auf das i. Da verlinke ich euch das Video, wenn es da ist. Kannst du ein System für das Innere der Überhose empfehlen, das keinen dicken Po macht? Ich würde auf Einlagen setzen und dann in dem Fall im besten Fall Hanf mit Baumwolle. Also die Thirsty Stew Einlagen finde ich sehr, sehr gut. Die saugen gut und machen nicht so einen dicken Po. Da kann man auch immer noch eine zweite Hanfeinlage unten drunter legen. Prefolds sind natürlich immer ein bisschen dicker. Ich finde die Geffen Baby Prefolds sehr, sehr gut. Allerdings sind die natürlich gefaltet auch ein bisschen dicker. Ansonsten Flatwrap-Windeln. Das sind im Endeffekt wie Höschenwindeln vom System her ähnlich, nur dass sie eben keine Knöpfe haben und um einiges dünner und für den Tag gemacht sind und man sie auch entsprechend noch ein bisschen falten kann. Ähnlich aufgebaut sind die Höschenwindeln von allerlei Windeln. Die kann man auch nochmal vorne zum Beispiel falten, also da in der Saugkraft verstärken, wo es am nötigsten gebraucht wird. Haben wir in der Newborn-Variante zur Verfügung gestellt bekommen. Finde ich sehr, sehr gut, verlinke ich euch in der Infobox. Was habt ihr in der Newborn-Größe angeschafft? Kann ich euch das Video dazu empfehlen. Da zeige ich euch das, sind 2 geworden. Oder auch mein Newborn-Stash-Video. Alles auf einem i. So, jetzt geht's mit Verstärkung weiter. Wie werden Mullwindeln nicht so hart bzw. wieder weich? Im Trockner trocknen, wenn das nicht geht, kneten kann helfen und im Weichspülerfach Ulrich Entkalker, also einen Entkalker auf Milchsäurebasis, da geht auch Lottis Wäschefreund zum Beispiel, also das könnt ihr nutzen. Ich meine, es gibt sogar einen Frosch Weichspüler auf Milchsäurebasis, wobei Weichspüler würde ich immer mit Vorsicht genießen. Also Milchsäure kann helfen im Weichspülerfach. Und hilft eben dabei, die Windeln wieder weich zu kriegen. Pflegehinweise zu Wollwindeln. Waschen und Fetten ist soweit klar, aber dürfen sie in der Sonne trocknen, kann Wasser zum Fetten wiederverwendet werden und so weiter. Also sie dürfen in der Sonne trocknen, allerdings würde ich sie da jetzt nicht Ewigkeiten drin liegen lassen. Es kommt auch darauf an, wie gut sie gefettet sind, wie hoch der Lanolinanteil ist. Je geringer der ist, desto eher ist es natürlich so, dass die Stoffwindeln, die Wollüberhosen auch austrocknen und dann spröde und ja, kaputt gehen können. Das Wasser von Fetten kann wiederverwendet werden, allerdings solltet ihr da ein bisschen gucken, also ihr könnt das in eine Sprühflasche zum Beispiel tun und könnt das dann auch nochmal zum Nachfetten, also so zum Draufsprühen nutzen, gerade in der Hautnässezone zum Beispiel. Oder wenn ihr einen kleinen Fleck ausgewaschen habt, zum Nachfetten. Ihr solltet das aber nicht ewig aufbewahren. Das kann natürlich auch irgendwann eklig werden. Und ihr müsst immer darauf achten, dass es wieder aufschüttelt, dass sich die Emulsion eben wieder zurückbildet. Ihr Lieben, die restlichen Fragen waren vorrangig zu den Mullwindeln. Da werde ich in einem separaten Video nochmal drauf Bezug nehmen, denn das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und da kann ich auch einiges zeigen. Ansonsten danke ich euch für eure vielen, vielen Fragen. Es wurde unter anderem gewünscht, dass ich doch mal live gehen solle. Da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, denn ich habe mich bisher nicht getraut, live zu gehen, weder auf Instagram noch hier auf YouTube, weil ich nicht sicher bin, ob das überhaupt jemand sehen möchte und wer dann da ist. Ich finde Videos, da kann man einfach gucken, wenn man Zeit hat. Ihr dürft aber mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr so ein Live hier auf YouTube oder auf Instagram sehen möchtet, dann schreibt mir doch gerne, wann für euch eine super Zeit wäre und welches Thema und dann können wir das gerne mal machen. Ich fände das nämlich auch ganz spannend, um ehrlich zu sein. Ansonsten bleibt mir jetzt nur euch zu danken für eure Fragen. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren ist kostenlos und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.